Begegnet wäre der jetzt tot. Ja, komm! Mensch, schlechtes Gewissen hat er auch noch. Hast du mal sowas wie einen Gürtel? Ein Gürtel, ja. Oder eine Leine oder so. Wer ist denn der olle Frischler? Ist das der Buhmann vom Bayerischen Wald? Ja, so ungefähr, ja. Nee, das ist unser Apotheker. Das ist der Jagdpächter hier. Und der ballert jeden Hund hier, der frei rumläuft. Ja, dafür werde ich seine zu Weißwürsten verarbeiten, wenn ich sie noch mal in meinem Gemüsegarten erwische. Du hast einen Gemüsegarten? Was pflanzen du an? Ja, alles, was wir so brauchen. Gewürze, Salate, Tomaten, ja. Radieschen. Macht das sehr schön, macht das sehr schön. Müssen Sie mal sehen. Merken Sie sofort, hat ein Architekt angebaut. Was machen Sie eigentlich? Beruflich? Ach, Anna ist Schaufensterdekorateurin. Was? So eine auf Socken, mit dem Mund voll Nadeln im Schaufenster? Nee, sie ist ein Star auf ihrem Gebiet. Du, Anna, wenn du mal was Keramisches brauchst, Karchens Onkel hat eine Töpferei. Der macht dir sofort alles das, was du brauchst. Du musst ihm nur die Muster schicken oder das, was du haben willst. Stimmt's, Karchen? Ja. Sind all die kleinen Töpfen und Zuckerdöschen in der Küche, die sind aus ihrer Werkstatt. Ja, und? Sag mal, wo gehen wir eigentlich hin? Kommt doch mal mit. Ja, und? Schaut euch das an. Morgen, Anna. Morgen. Schon auf? Und der Benedikt? Der ja, ist gut. Oh, irgendwas hat mit dem Wein nicht gestimmt. Vielleicht die Menge? Ja, wir haben ganz schön gebechert, was? Ich fahre nach dem Frühstück. Warum? Ist doch schön mit dir hier. Bin ich mal ein Hauch große Welt in unserer Bude. Na, sag bloß, du fährst wegen Karchen. Wo ist sie denn überhaupt? Die holt Brötchen. Dass ihr Weiber euch nicht vertragen könnt. Und wie spät haben wir es denn eigentlich? Meine Uhr steht. 7:50 ungefähr. Mmh. Dickes Ding. In der ersten Stunde schreiben wir Biologie. Du bist doch noch da, wenn ich komme, oder? Ich habe um 12 raus. Um 12? Da bin ich schon halb in Berlin. Ich muss Dienstag wieder arbeiten. Oh, das ist schade. Vielleicht besuchen wir dich mal. War vorsichtig. Vielleicht kommen wir schon sehr bald. Vergesst's nicht. Nett, dass du mal reingeschaut hast. Also das ist also deine vielgelobte Sechste? Bei mir ja. Bei dir, du eignest dich auch eher zum Dompteur als zum Lehrer. Wie meinst du das? Ein Dompteur erzieht seine Schüler so, dass sie nur ihn parieren. Und die anderen werden gebissen. Hat dich jemand gebissen? Nee, nicht gebissen, beschossen. Mit so einem nassen Lappen. Das wundert mich. Vor den Zeugnissen sind die sonst immer die sanfte Schäfer. Lämmer. Der Sommer blieb mal gestern im Knaben die Tür aufgehalten. Stell dir mal vor, du trotzdem mal so den Lappen. Tschüss, Schäfer. Ob es noch lesbar ist. Wanderfische, Fettflosse, Süßwasserhochzeit, da sind die Lachse dabei. Sag mir lieber, wie ich das wegkriegen soll. Gibt es irgendwo ein scharfes Putzmittel? Na, wo steckt ihr denn? Was kommt jetzt?
Hey, Moment mal, warte. Aha. Spickzettel für die Bioarbeit, was? Aber es steht ganz was anderes drauf, wie in der Arbeit rangekommen ist. Ich hab die Lachse auf dem Bein, ich schwöre. So, du schwörst, dann stell mal das Bein auf die Bank. So. Hering, Salzwasserfisch, nicht im Aquarium haltbar. Bist du ganz sicher? Ja, oder? Mensch, Hering im Aquarium. So, haut ab, los. Und ihr auch, komm. Was machst du da? Daniel hat Flöhe. Hm. Die hat er sich bestimmt von den Igeln geholt. Haben wir Igel? Sicherlich. Sonst hätte ja der Daniel keine Flöhe. Mann, oh Mann, das darf doch nicht wahr sein. Stören wir dich? Ja, das auch. Aber daran habe ich mich inzwischen gewöhnt. Nein, nein. Ich meine die Bioarbeit von der Traudi Frischler. Hat die was mit dem Apotheker Frischler zu tun? Seine Tochter. Mündlich ist sie eine glatte Drei, aber sobald wir Arbeiten schreiben, da setzt was bei ihr aus. Auch in anderen Fächern? Ja. Seit sie neulich eine 5 in Mathe geschrieben hat. Bis dahin war sie schriftlich guter Durchschnitt. Ich verstehe das nicht. Vielleicht lebt sie der Furcht des Herrn. Was für ein Herrn? Ja, des Apothekers, was ihr Papa ist. Von dem hätte ich auch Angst. Wie ist denn die Tochter? Traudi? Trübetastig und so maßlos empfindlich. Ein lautes Wort, schon heult sie los. Den Typ kenne ich. Mit sowas war ich meine Zeit lang befreundet. Und eines Tages habe ich ihr eine geknallt. Du, ein Mädchen. Damit sie mal Grund zum Heulen hat. Der Typ reizt dazu. Ist euch eigentlich klar, dass ihr nicht von irgendeiner Freundin oder sowas sprecht, sondern von einer Schülerin? Ja, Frau Lehrerin. Du kannst der Traudi keine 6 in der Bioarbeit geben, auch keine 5. So findest du? Ja. Ach so, du meinst, ich soll ihre total verhauene Arbeit besser benoten als die von ihren Mitschülern. Bloß, weil sie empfindsam ist und leichter losheult. Hör zu, Charlotte Müller, du bist ein lieber Kerl. Wir sind dir sehr, sehr dankbar für alles, was du für uns getan hast. Es ist nicht auszudenken, was aus uns ohne dich hier geworden wäre. Wahrscheinlich hätte ich nie den Benedikt kennengelernt. Wir hätten vor lauter Einsamkeit mit dem halben weiblichen Ort geschlafen, aber... Aber leider, leider war ich ja immer rechtzeitig da, um euch zu stören. Ach, Karlchen. Und jetzt mische ich mich auch noch in seine Notengebung ein. Und in dem Punkt bin ich allergisch. Nur mach aber halblang, ja? Nein, nein, lass ihn nur. Jetzt ist die Stunde der Wahrheit. Du kannst ruhig alles sagen, was dich an mir stört. Keine Sorge, ich heule nicht gleich los, ich kann was vertragen. Ja, wenn mich so direkt fragst. Siehst du? Da fällt ihm nichts ein. Doch, doch, zum Beispiel die Anna. Sag bloß, es ist meine Schuld, dass sie abgereist ist. Sie musste nach Berlin zurück, weil sie am Dienstag wieder anfängt zu arbeiten. Und wenn nicht, dann wäre sie trotzdem gegangen, weil du sie vergrault hast. Ach, das stimmt doch nicht, Peter. Doch, das stimmt. Er hat vollkommen recht. Ich mag es nicht, wenn Anna hier ist. Neben ihr komme ich mir vor wie eine blasse, pummelige Landpomeranze. Eben wie ein Karlchen. Und ihr rutscht auf dem Bauch vor ihr rum. Überhaupt, das ist eine völlig verfahrene Situation mit uns. Daniel, komm. Magst du nicht auch noch deinen Pfefferminztee? Ach, lass mal heute nicht. Komm. Endlich ist Ruhe. Altes Ekel. Karlchen! Benedikt! Die ist fort! Hey! Karlchen ist fort! Wer so früh fährt, der meint es ernst! Du! Hat sie wenigstens was da gelassen? Du meinst einen Abschiedsbrief oder sowas? Mhm. Vielleicht in der Küche? Mhm.
Daniel? Daniel! Daniel! Dann. Daniel! Was schreibt sie denn? Lies vor. Naja. Schöne Grüße und alles Gute für die Zukunft. Den Daniel hat sie mitgenommen, weil es ihr Hund ist. Dafür hat sie uns Herrn Müller Mallersdorf da gelassen. Weil Anna ihn mir mal geschenkt hat, damit ich nicht so alleine bin. Das ist in der Tüte, sein Sonntagshemd und Wäsche zum Wechseln. Naja, Reisende soll man nicht aufhalten. Das ist vielleicht auch besser so. Besser? Das war doch ganz hübsch mit Karlchen. Oder? Ja, natürlich, ja. Aber doch kein Zustand auf die Dauer. Ist überhaupt kein Zustand so zu dritt. Uns wächst noch ein Heiligenschein. Nee. Hans. Ja, ist auch schon mal besser. Na bitte eine 3, du kannst ja, wenn du willst. Eine 5. Trau dich. Ja, das war wohl nichts, was, Trauli? Na, Herrgott, noch mal, ich hab dir noch nicht mal die Note gesagt und schon heulst du los. Das ist eine 5. Hallo, Is, 2. Ja. Wenn ich mir vorstelle, ich bin 30 Jahre lang Lehrer. Ich muss jedes halbe Jahr mindestens 30 bis 40 Schülern eine Beurteilung auf den Zeugniskopf dichten. Mann, oh Mann. Wenn ich mir meine Schrift so besehe, bin ich ein 12-Jähriger. Ja, das kann man wohl sagen. Wie meinst du das? Ja? Wo ist denn der Maker? Drinnen. Servus, du sollst sofort runterkommen in die Schule, die Mutter schickt mich. Na, nur ist was passiert? Ja, freilich, sonst taten sie die doch nicht rufen. Wer hat denn angerufen? Ja, der Rektor persönlich. Für dich, servus. Ja, servus. Wo willst du denn hin? Ich kann nicht ohne Jacke gehen. Komm schnell. Seine Macht ist vollständig. Bitte nicht. Na, gucken, wo brennt's denn? Na, alle sind schon oben, ihr Rektorat. Der Herr Frischler auch, wo der Apotheker ist. Was, der Frischler? Wieso denn der? Na, wegen seiner Traudi. Die ist nach der Schule, ja, nicht mehr nach Hause gekommen. Was bedeutet, dass sie verschwunden ist? Seit über 7 Stunden. Ja. Scheitern. Ja, also die hiesige Polizei ist alarmiert und die Reviere der umliegenden Ortschaften. Deine Frau Walter führt mit Traudis Hund die private Suchmannschaft an. Genau. Ach, Herr Melchior, gut, dass Sie da sind. Die Traudi ist verschwunden. Ja, ich habe es eben gehört, aber wieso? Ich verstehe das nicht. Ja, wir auch nicht. Deshalb haben wir Sie rufen lassen. Sie sind Traudis Klasslehrer. Sie hatten in der letzten Stunde Biologie. Ja, ich habe die Arbeiten zurückgegeben und durchgesprochen. Und was hat der Traudi für eine Note? Eine 5. Meine Tochter? Na ja, das waren 4, 5 und 6. Das war eine miserable Arbeit. Ich verstehe nicht, was mit dem Kind los ist. Wie kann sie bloß so schlechte Noten? Sie regen sich über eine 5 in Bio auf. Das kann ihrer Versetzung gefährden. Ihr Kind ist verschwunden und Sie regen sich über eine verpatzte Arbeit auf. Vielleicht sind Sie zu streng zu ihr. Vielleicht hat sie Angst vor Ihnen. Was heißt hier streng? Man kann nicht jede Schlamperei durchgehen lassen. Sie soll einmal die Apotheke erben. Schlimm genug, dass sie nicht die Oberschule geschafft hat. Ich kann über Traudi nicht klagen. Es fehlt ihr zwar an Konzentration und ihre Mitarbeit ist unterschiedlich, aber... Vielleicht liegt es auch an ihrem Unterricht, dass sie so schlechte Noten schreibt. Ja. Oder an ihrem Ehrgeiz, Herr Frischler. Ach, das System ist auch schuld.
Wie soll ein Lehrer in so kurzer Zeit 30 Kinder kennenlernen und auch noch wissen, wie er auf jeden einzugehen hat? Vielleicht sollten wir doch eine Suchmeldung an den Rundfunk geben. Was meinst du, Walter? Nicht unter unserem Namen. Ja? Was Neues? Nein, nichts leider. Deine Frau macht sich große Sorgen. Ja? Nein. 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 Aber das Bügelbrett steht noch oben. Guten Abend, die Herrschaften. Oh, ist ja richtig gemütlich hier. Lebt wohl, ihr Berge, ihr geliebten Triften, ihr traulich stillen Täler. Lebet wohl! Johanna wird nun nicht mehr auf euch wandeln. Johanna, sagt euch immer, lebe wohl! Die Blöde werden sich mir fängtröten, ihr Wiesen, die ich wässerte, ihr Bäume, die ich pflanzete, würden fröhlich vor. Ist da wer? Traudi, bist du's? Was machst denn du hier? Ich hör zu. Na ja, aber Traudi, alle suchen dich. Ich geh nicht dann, nie mehr. Wo willst denn hin? Ich geh fort. Na ja, aber wohin fort? Lass uns nur, Frau Sommerblin, das mache ich schon. Danke, vielen Dank. Herr Gumpischek, danke schön. Auf Wiedersehen bis morgen, ja? Wiedersehen. Du, trau dich. Dein Vater ist oben beim Rektor. Aber ich will ihn nicht sehen. So, soll ich deine Mutti holen? Nein. Und du, die macht sich Sorgen wegen dir. Das ist mir wurscht. So, warum willst du denn nicht nach Hause gehen? Sie denken ja doch nur an die Apotheke. Na ja, Apotheke, das ist ein gutes Geschäft. Tabletten werden immer teurer. Aber wenn andere Kinder eine 4 schreiben, sind die Eltern froh, weil es keine 5 ist. Ja. Wenn ich eine 4 schreibe, darf ich nicht spielen gehen. Eine Woche kein Fernsehen, nur im Arbeiten. Und heute habe ich... Heute hast du einen Film geschrieben. Ich will fort. Na ja, aber wohin? Und was dann? Du, ich bin selber, wie ich jung war, ja, bin ich auch abgehauen. 2 bin ich durchgegangen. Einmal sogar bis Dierenstein. Und einmal in Begleitung. Sie kennen meine Eltern nicht. Ich darf nicht mal Platten hören. Immer schimpfen sie. Na ja, geschimpft wird überall. In der Fremde noch mehr wie zu Hause. Und wo man kein Geld nicht hat. Oh je. Und die Nächte, das ist was zum Fürchten. Mitgefühl hat kurze Beine. Trauditschko, glaub mir, wenn du in der Fremde bist, wirst du dich nach Hause sehnen. Weißt was? Wart mal noch ein bisschen mit dem Durchgehen, ja? Komm. Wohin? Noch im Rektorzimmer, da sind alle versammelt. Nein, bitte nicht. Die werden dir nichts tun. Die werden froh sein, dass du wieder da bist. Eltern und Lehrer haben auch schlechte Gewissen. Nicht nur Kinder. Aber hinterher schimpfen sie ja doch wieder. Mal werde Kack. Kommen Sie
mit rein, Kumpi? Na klar, was denn hast du geglaubt? Na komm, es kriegt dir ja nichts. Aber wenn das Kind um 22 Uhr noch nicht zurück ist, werden Sie dann mit den Spätnachrichten durchgehen. Ja, gut, danke. Ja, ich rufe da noch mal an. Das habt ihr wieder 22 Uhr gesagt. Dann müssen Sie später rein, sonst sitzt uns der ganze Runde. Ja, was ist denn? Wir sind wieder da. Bist du ja. Gott sei Dank. Wo warst du, Kind? Du hast hier viel Aufregung verursacht. Entschuldige dich sofort beim Herrn Rektor. Ja, ist ja schon gut. Hauptsache, sie ist wieder da. Ja, war doch nicht gemacht. So, und jetzt ein Schnaps auf den Schreck. Ja, komm. Noch kommen wir ans Fernsehen. Bitte sehr. Dankeschön. Hey. Nehmen Sie Platz, meine Herrschaften. Möchten Sie eine Suppe? Echte böhmische Kudelfleck. Spezialität von Gumbitschek. Kudelig. Aber erst einmal müssen wir einen Schnaps zur Brust nehmen. Nur halb bitte, ne? Halbe bitte. Ja. Auch halbe. Ja. Danke. So. Alles dann. So. Jetzt mal Prost. Prost. Zum Wolle. Gut, das ist ja jetzt, was? Ja. Oh, scharf. Ein bisschen scharf. Muss er sein. So. Nun, jetzt ist alles wieder gut, nicht? Was heißt gut? Nun, wegen Traudi, dem Vater wird das eine Lehre sein. Ach, kaum. So schnell ändern sich die Menschen nicht. Jedenfalls hat er Angst, dass seine Tochter wieder was Dummes macht, was seinem Ruf schaden könnte. Eltern gibt's. Ich bin auch schuld. Ich habe meinen privaten Ärger mit in die Schule genommen. Ausgerechnet an der Traudi ausgelassen. Was hast du denn für einen Ärger? Karlchen. Das Breilein, ja. Erst hat sich Benedikts ehemalige Freundin rausgegrault. Dann haben wir uns in die Wolle gekriegt und ist sie selber fort. Diesmal wohl endgültig. Dankeschön, genug. Das tut mir leid. Also, das tut mir schon sehr leid. Danke. Gerade habe ich Ihnen wollen eine Suppe für Sie mitgeben. Das Breilein Karlchen, das ist nämlich ganz narrisch auf meine gute Fleck. Hast du schon öfter hier gegessen? Nun, so. Noch dreimal wird es schon gewesen sein. Na, Moment. Einmal auf Switchkova, ja. Dann Povedotatschkerl, no, und guter Fleck, ja. Dreimal war das Fräulein Karlchen schon hier. Wo unser Karlchen alles war. Na, schmeckt die Suppe? Oh, ist gut. Na ja. Spezialität von Gumbitschek. So.